zu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Bioshock Infinite. Euer Burger ist mal wieder am Start. Wir haben 15:33. Wir zocken wieder eine Runde. Verdammt, wo muss ich lang? Ah, da hinten muss ich hin. The Magic Eye. Ja, vierte Aufnahme schon. In dieser Session hatte ich mindestens vor, bis zu Lady Emily. Nee. Lady Elizabeth zu kommen. Ach, wie komme ich auf Emily? Keine Ahnung. Das hatte ich auf jeden Fall vor. Und ich würde einfach mal gucken, wie wir das so hinbekommen. Comstocks fights the Separant of Nations. Ah, der Kampf der Nationen. Profil speichern, das ist ja schön. Kann eigentlich so Vögel töten. Nee. Ah, aber wenn man schießt, fliegen die weg. Geil. Geil. Also ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich das Spiel einfach unheimlich geil finde. Nee, Lampen kann man leider nicht kaputt schießen. Schade. Ah, na lecker. Raben sind hier. Boah, Scheiße ist überall. Noch mehr Scheiße. Gib mir Money. Gib mir... Da fängt die neue Folge ja super an. Hier scheint lang schon keiner mehr gewesen zu sein. Wo müssen wir hin? Dahin? Ja, dann werden wir da erstmal nicht hingehen. Also ich muss ja sagen, die halten schon was aus, ne? Ich meine, so drei Headshots würde ich, glaube ich, nicht aushalten. Zumindest mal nicht so einfach. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Na, das ist ja sehr vielversprechend. So, jetzt habe ich gerade aus Versehen ein bisschen Alkohol wieder getrunken. Habe ich gar nicht mitbekommen. Einfach klick, 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 klick und Alkohol. Was ist denn das? Sieht das aus wie ein Schwein, oder? Irgendein Tier. So, Knarre. Brauch ich nicht. Aha. Okay, Wein scheint zu gehen. Aha, wer hier wohl speist? Die Raben, okay. Ja gut, blöde Frage von mir. War schon irgendwie ekelhaft. Wozu ist es überhaupt hier gut? Order of the Raben. Raven. Hat er da eine Kanone in der Hand? Glaub's ja wohl nicht. Naja, wo sind wir hier eigentlich? Also irgendwie sagt man das Haus hier gerade mal so gar nichts. Uns der Prophet nach Peking und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Muss ich die jetzt töten? Probieren wir es mal aus. Eben nach!
Wow, wo ist er hin? Oh Gott, da habe ich aber gerade richtig schlecht gekämpft hier. Voll zurückziehen lassen und dann auch noch auf die Fresse bekommen. Scheiße, und der Typ hier vorne ist natürlich auch weg. Mann. Wie bitter war das denn jetzt eben, Leute? Gott, 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 nee. Da mir ehrlich gesagt die Salze gefehlt. Nee, hier scheint mir nichts mehr zu haben. Boah, Kinders. Sowas Peinliches können wir nicht nochmal abziehen. Wovon hat der große Befreier die Niger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten, dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Ich bin gerade ein bisschen über dieses Gemälde hier am Nachdenken. Das ist wirklich geschichtliche hier, aber da war ich nie so gut drin. Die Fans, Witzen, Faith, Discovery. Ja. Der wichtige Typ hier. 10 Gebote. Hm, keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr ja was. Schreibt es in die Kommentare. Wäre sehr nett von euch. Möglichkeit vor... Wertvolle Ressourcen zu finden. Suche bei Sekunde dort erneut auf, um ein Schloss für diesen Schlüssel zu finden. Oh, wir können uns versuchen, den Massen mit Salz ab. Ich fühle mich schon besser. Moment, das heißt, wir müssen jetzt ganz zurücklaufen zu dieser Truhe. Na, von mir aus. Ja gut, kommt, so viel Zeit muss sein. Was war da gerade eben? Ah, da war was. Stimmt, die Leichen verschwinden ja, ne? Tatsache. So, warte Leute, das ist ja gerade ganz hier in der Nähe gewesen. Quasi schon da hinten. Dann können wir da mal gerade hinrennen. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Man sollte erst den Schlüssel finden und dann am Ende die Truhe. Ach scheiße, hier sind voll viele jetzt. Ah, war schlecht. Wow, geil. Einfach verbrannt hier. So, war das immer. Wo müssen wir das immer hin? Hier hoch? Nee, ist halt nicht so. Ah, hier. Stimmt ja. Wo waren das jetzt? War das überhaupt in diesem Haus hier? Ich bin gerade am Überlegen. Das war da hinten, genau. Stimmt, ich will jetzt wissen, was in dieser Truhe drin ist. Wo war die denn nochmal? Wo waren die? Da ist sie.
Eine Infusion hat sich doch gelohnt. Dann nehmen wir diesmal Gesundheit. Infusion ist immer gut. Infusion sollte man nehmen. Und die Steuerung ist hier bei dem Spiel auch recht leicht, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich damit so gut klarkomme. So, da hoch jetzt. So, Salz und Geld. 544. Das ist doch schon ein schönes Sümmchen, muss ich sagen. Damit kann man doch sicherlich ein bisschen mehr anfangen, als nur zwei, drei Patronen kaufen. So, es war ein bisschen Rennerei jetzt hier, aber das ist ja egal. Das ist ja wurscht. Wir beeilen uns einfach und dann passt das schon. Ich probiere mal gerade, ob wir Fallschaden bekommen. Ah nein, bekommen wir nicht so. Zumindest nicht aus dieser Höhe. Das ist doch schon mal gut. So, hier geht's jetzt weiter für uns. Nach 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir ersuchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Ah, also ich bin jetzt eine an... Die halten mich für einen der Vox Populi. Frage von mir, was ist die Vox Populi? Na, vielleicht bekommen wir das noch irgendwann mit. So, ein Aufzug, push. Dann pushen wir mal. Das sieht mir hier eher aus wie so ein geheimer Orden. Ah, ein Verkaufsautomat. Was hast denn du? Na, nichts Neues, ne? So, dann geht mal her. Ah, ist voll okay. Ja, sehr schön. Wenn voll ist, ist gut. Whisky. Nee, nee, nee. Nein! Oh, nichts passiert. Zeigen langweilige Bilder, okay. Wo müssen wir lang? Was? Hä? Nochmal. Ah, da hoch. Das hat man leicht gesehen. Sehr leicht sogar. Was ist das denn? Gucken wir es gleich an. Erstmal hier gucken. Alter, was hier gewesen sein muss, will ich gar nicht wissen. Uah. Okay, die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen, je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst an deiner Ausrüstung im Spielmenü verwalten, okay. Ich habe neue Hosen, Meisterschütze, erhöht den Schaden bei kritischen Treffern um 50%. Ja, ne? Nehme ich mal. Muss einfach gucken, Spielmenü. Ja, und wo jetzt? So, gucken wir mal gerade Tastatur. Vielleicht gibt es ja irgendwo, Waffe abfeuern, bla bla bla. Kraftmenü, Waffe wechseln, nachladen, Kraft 1. Ja, die ganzen Kräfte. Spielmenü ist 0. Echt? Oh. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ziele. Ausrüstung. Ah.
Waffen wohl hier. Boah, krass, was da noch alles kommt, ey. Oh, Fähigkeiten. Die haben wir. Teufelskuss. Voxophone. Okay, das war's. Gut. Das hätten wir auch herausgefunden. Sehr schön. So, dann will ich doch gerade hier gucken. Oh. Das sieht mir aus wie so ein Überwachungsgerät hier. Achso, Maschinengewehr-Ammo habe ich voll. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Okay. Voll heftig. Was war denn das eben für ein Geier? Mensch hier. So, gib mir meine Kräfte hier. Ich hab den... Reize mich, Lady Comstar! Wow! Mist! Fireplace mit ausgerüstetem Teufelskuss los, meine Sprengfallen. Ach, du willst mir zeigen, wie man Sprengfallen erstellt? Langweilig. Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Der hat sich gerade hier fallen lassen. Was denn? Nein! Nein, wo ist die Kraft? Die ist hier hingefallen, ich hab's genau gesehen. Ach, Scheiße. Gib mir die Kraft! Ah, nee, oder? Ah, scheiße, da müssen wir wohl am Kontrollpunkt neu starten. Tja, das war wohl gerade ein Fehler im Spiel, Leute. Tut mir leid. Das tut mir leid. Das war jetzt nicht geplant. Oh. Wieso hat denn der die Fisch? Eine neue Kraft. Ah, da ist er. Teuflisches Zeug, das. Killer-Krähen. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Voll geil. Naja. Wo ist er?
geil. Die Krähen kann man dann gut als Ablenkung benutzen. Boah, wie die einfach zerfleischt aussehen, ist ja widerlich. Die Fähigkeit gefällt mir. Oh, schade. Ich kann man nicht töten. Ein Ausrüstungsteil. Was haben wir hier? Neuhut. Brennender... Was? Heiligenschein. 70%ige Chance, dass Nahkampfziele in Brand gesetzt werden. Opfern nimmt 4 Sekunden lang 300 Schaden. Naja, so oft machen wir jetzt auch nicht Nahkampf, wenn wir mal ehrlich sind. Also, egal. Jonas, komme ich bestimmt nach Monument Island. Ach, stimmt. Ah, jetzt weiß ich, wo wir wenigstens hin müssen. Monument Island. Monument Island. Wie kann man das nur übersehen? Mal gucken, nicht, dass wir hier den... Na gut. Da scheint es nachher weiterzugehen. Ich will aber gerade nochmal eben hier schnell... Boah. Sorry, Leute. Mal gerade am Handballen kratzen. So, weiter geht's. Mal gerade schnell hier drin gucken, ob wir hier noch irgendwas drin finden. Seine Augen standen nicht so eng zusammen. Blau. Nein, grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Entdeckt! Das reicht jetzt endgültig! Sorry Leute, aber sowas wie Leichen erzeugen kann ich nicht gebrauchen. Die haben ja nach mir gefahndet, also okay. Sehe ich so aus? Keine Ahnung. Ich suche immer was zum kaputt machen, aber hier gibt's ja nichts. Schade. Geil. Okay, hier scheint es wohl nichts mehr zu geben. Wir können mal wieder weitergehen. Wieder weitergehen. So, ja. Ein bisschen schnell im Sprechen bin ich. Ein bisschen undeutlich manchmal, aber damit müsst ihr leben, Leute. Ah, guck mal, ich kann mich ja töten hier. Guck mal, was du mir einfach für keinen Schaden machst, Junge. Du bist einfach schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Boah, wie geil das hier aussieht mit dem Engel. Dem Feuerwerk, die Brücken. Und der ruhige Augenblick, was so viel heißt wie... Die Folge ist jetzt zu Ende. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Zeitlimit ist erreicht. Ich bedanke mich also recht herzlich fürs Zuschauen. Mit diesem wunderschönen Blick über Columbia. Tschüss!